Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zurück bei Dragon Age Origins. Ja, in der letzten Folge mussten wir leider unseren Vater und unsere Mutter zurücklassen. Sie sind praktisch für uns gestorben, damit wir entkommen konnten, mit Duncan, dem Grauen Wächter. Und unser Vater musste ihm praktisch unsere Schwerthand versprechen. Wir sollen jetzt ein grauer Wächter werden. Was das jetzt genau bedeutet, weiß ich nicht. Das Einzige, was mich jetzt daran eigentlich eher stört, ist dieses Glaubensding an der ganzen Geschichte, ne? Der Erbauer und so weiter und so fort. Aber wir schauen mal, was draus wird. So, er hat zuletzt gesagt, was der dunkle König gesagt hat, ist wahr. Sie haben hier einige Schlachten gegen die dunkle Brut gewonnen. Ja, den König Kaelin haben wir auch kennengelernt, der mir sehr naiv erscheint. Ein junger, temperamentvoller König, der die Schlacht seines Lebens hier schlagen möchte und wahrscheinlich in die Geschichtsbücher verewigt werden möchte. Aber ich glaube, der nimmt das Ganze einfach auf die leichte Schulter. Du klingst trotzdem nicht wirklich beruhigt. Er schien die dunkle Brut nicht besonders ernst zu nehmen. Vielleicht ist es dann doch keine wirkliche Verderbnis? Das glaube ich nicht. Er schien die dunkle Brut nicht besonders ernst zu nehmen. Das ist wahr. Trotz der bisherigen Siege wird die Horde der dunklen Brut mit jedem Tag größer. Inzwischen scheinen sie sogar in der Überzahl zu sein. Ich weiß, dass ein Erzdämon hinter all dem steckt. Aber ich kann den König schlecht bitten, nur meinem Gefühl zu vertrauen. Ich musste jetzt gerade mal eben überlegen, ich hätte ganz gerne eine andere Rüstung, weil das ganz schlimm finde ich, dieses Halsband, was ich um den Hals habe. Das hat überhaupt, aus meiner Sicht, hat das nicht die geringste Schutzfunktion. Wenn das jetzt hier so ein richtiger Kragen wäre, der vielleicht die Halsschlagader vor einem Schwert oder vor einem Schlag schützen sollte, okay, aber dieses Halsband, also weiß ich nicht, na gut. Dann sollten wir uns vielleicht beeilen. Was sollte er deiner Meinung nach tun? Warum nicht? Er scheint eine hohe Meinung von den Grauen Wächtern zu haben. Doch das könntest du, wenn er nicht so ein Dummkopf wäre. Dummkopf weiß ich nicht. Das ist, der ist impulsiv, jung, der will, der verklärt alles ein bisschen. Glaubst du, wir sind in Gefahr? Ach Gott, wenn wir das nicht wären. Weiß ich auch nicht. Was könnte man denn da... Was sollte er deiner Meinung nach tun? Auf Verstärkung warten. Wir haben den Grauen Wächtern von Orlais eine Nachricht geschickt, aber es wird Tage dauern, bis sie zu uns stoßen. In Ferelden gibt es zu wenige von uns. Wir müssen einfach tun, was wir können und darauf hoffen, dass Terran Loghain den Unterschied macht. Und deshalb sollten wir jetzt ohne weitere Verzögerung das Ritual des Beitritts fortsetzen. Okay. Was muss ich tun? Wovon sprichst du? Welches Ritual? Es wäre nett, vorher etwas Warmes zu essen zu bekommen. Ach, wie süß. Unser Vater hat das Versprechen abgegeben. Abgeneigt bin ich nicht. Also, was muss ich tun? Wenn du möchtest, kannst du dich ein bisschen im Lager umsehen. Ich bitte dich nur darum, es im Moment nicht zu verlassen. Hier im Lager ist ein weiterer grauer Wächter. Sein Name ist Alistair. Geh zu ihm, wenn du bereit bist. Und sag ihm, dass es Zeit ist, die anderen Rekruten zusammenzurufen. Während ich mich um ein paar Dinge kümmere, kann dein Hund bei mir bleiben. Das Zelt der Grauen Wächter liegt hinter dieser Brücke. Wenn du uns brauchst, findest du uns dort. Okay. Achso, ich dachte, ich wollte eigentlich mit Schnuffi Gassi gehen, aber okay. Ja, und da sind wieder einige Codex ein. Erfolg freigeschaltet, Blut befleckt. Wow, was kriegen wir jetzt hier alles? Aufsteigen. Wir sind ein Level 3 Krieger. Yeah. So ein bisschen den Ton leiser machen. Ich habe immer das Gefühl, ich muss dagegen anbrüllen. Also Stärke scheint schon mal sehr gut zu sein. Geschicklichkeit war nochmal. Größere Chancen, Gegner zu treffen, Angriffen auszuweichen und erhöht durchbohrende Waffen, Dolche, Pfeile. Oh, das ist auch eher so eine Bogenschießen, Kampf mit zwei. Okay. Willenskraft, mentale Stärke, Magier mit hohen Willenskraft. Kriegern und Schurken verleiht ein höherer Willenskraftwert mehr Ausdauer für Kampftechniken und Spezialangriffe. Ist ja auch nicht schlecht, ne?
Vielleicht sollte ich... Kann ich nicht, ne? Schade. Da müsste ich dann alles... Ne, das geht gar nicht. Okay. Gut, Magie, Klugheit. Macht Klugheit auch irgendwas noch? Voll Stärke, viel mehr Raffinesse. Ne, das ist schon... Also wir gehen auf Konstitution, Stärke. So war es eigentlich im... Oder ist es im zweiten Teil auch. Meisterhafte. Oh, können wir das machen? Erhält geringe Boni auf Rüstung und Angriff. Krieger und Schurken haben nun Zugriff auf Waffentalente der höchsten Stufe, während Magier mehr Schaden machen. Giftherstellung, Kräuterkunde, Überleben. Ich frage mich, ob das noch irgendeine wichtige Rolle für uns spielt. Ob wir das auch gebrauchen können als Krieger. Ich weiß es nicht. Kräuterkunde. Überleben. Fallenbau stehlen. Manipulation. Ich glaube, wir leveln erstmal das hier komplett auf. Weiter. Und Talente. Krieger mächtig. Training, harte Arbeit. Das haben wir ja schon. Bedrohen. Eine herausfordernde Haltung. Bei jedem Nahkampf. Angriff, die Feindseligkeit der Gegner erhöht und diese so von anderen Verbündeten ablenkt. Ist nicht schlecht. Ich hätte aber ganz gerne irgendetwas mit jedem Schlag erfolgreich zulasten Angriffsgeschwindigkeit. Nein, das gucken wir mal eben auf zweihändig. Knaufschlag. Unbezwingbar. Können wir jetzt auch machen. Wir haben ja 20 Stärke. Ist dieser Modus aktiv, behält der Charakter auf dem Schlachtfeld durch reine Willenskraft die Kontrolle über sich. Erhält einen geringen Bonus auf seine Angriffsschaden und ist immun gegen Betäubung und Niederschlagen. Das nehmen wir sofort. Aber hallo. Gut. Okay, und danach müssen wir, glaube ich, mal wieder ein bisschen im Kodex lesen. So, Duncan geht da hinten hin. Jetzt ist die Frage, wir sollen hier ja nicht raus. Obwohl ich ja mit Schnuffi eigentlich Gassi gehen wollte, weil der hat so gewinselt zwischendurch. Ah. Was ist das? Das ist... Was? Erhalten Wesen mit einem Rang? Was? Was war das? Die Namen... Besonders schwieriger Gegner erscheinen in unterschiedlichen Farben, um anzuzeigen, welche enorme Gefahr von ihnen ausgeht. Gegner mit gelben Namen sind überdurchschnittlich gefährlich und aggressiv. Namen in Orange weisen auf extrem mächtige Gegner hin, die es allein mit einer ganzen Abenteurergruppe aufnehmen. Oh oh. Okay. Was heißt das? Hier sollten... Dürfen wir jetzt eigentlich so sein? Ich weiß es nicht. Und selbst wenn, wer sollte es uns verbieten? Aber was ist das überhaupt für eine Ruine? Das würde mich ja mal interessieren. Was ist das? Elfenwurzel. Zack. Das war vorhin wahrscheinlich auch immer Elfenwurzel. Aber das war... heißt das, hier kommt dann gleich ein Gegner oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ist das klug, hier lang zu laufen? Ach nee, das ist, gehört alles hier noch dazu. Gut, außerdem möchte ich mir gerne ganz gerne hier umschauen. Und? Naja, so. Ja. Nett. Ich frage mich nur, was das für Ruinen sind alles. Okay. Und was hat er zu sagen? Möge der Erbauer euch beschützen, Herrin. Der Erbauer. Tja. Ich will nicht unvermessen sein, aber ich beschütze mich selber. Gut, dann gucken wir jetzt mal. Ach, da steht auch noch eine Wache. Oh! Kiste? Truhe? Oh, verdammt! Ich will Schurke sein. Verdammt, die vier Kisten öffnen. Möge der Erbauer euch beschützen, Herrin. Okay, das scheinen Zwillinge zu sein. Der hat die gleiche Stimme. Och Mann, ich frage mich, sind da eigentlich tolle Sachen drin in den Truhen? Das würde mich echt mal interessieren. Das
wäre es mir schon fast wert, einen zweiten Spielstand anzulegen. Mit einem Schurken. Das wäre sowieso interessant. Bloß das Problem ist, es ist ein... Oder ich denke mal, es wird ein so wahnsinnig umfangreiches Spiel sein. Möge der Erbauer euch beschützen, Herrin. Drillinge. Dass es sich wahrscheinlich nicht, nicht lohnen, aber ich kann nicht alles anspielen. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Ist das hier schon alles? Der wird auch nichts anderes sagen, ne? Dann sind es wahrscheinlich Vierlinge. Möge der Erbauer euch beschützen, Herrin. Jo. Naja, okay. Dito. Oh. Da liegen Säcke. Ein Tiefenpilz. Natürlich. Schwacher Geisterbalsam. Was macht der? Der Geisterbalsam erhöht kurzzeitig die Resistenz des Anwenders gegen Geistschaden. Okay. Der Rinderknochen ist ein Geschenk. Was soll ich machen? Suppe oder was? Geschenke können einem Händler verkauft oder bestimmten Gruppenmitgliedern überlassen werden, um deren Vertrauen zu gestärken. Ach was. Okay, naja, gucken wir mal, wie das so mit der Interaktion wird hier. So, komm ich hier nicht rüber? Hallo? Was? Da komme ich nicht lang? Okay. Gut, gut. Da ist sonst gar nichts. Dann müssen wir da wieder die Treppe hoch. Kommen wir hier auch hoch? Ja, das geht tatsächlich. Cool. Okay, ist hier noch irgendwo was versteckt? Sieht nicht so aus. Das ist ja das Schöne daran, dass das hier so bunt glitzert. Ach, wir können das Lager wahrscheinlich auch gar nicht verlassen, ne? Ne. Und der wird auch nichts anderes sagen, als dass der Erbauer uns beschützen möge. Ja, das Lager der grauen Wächter. Ach. Glaubt mir, ihr wollt den Turm von Ishal nicht betreten. Er ist im Moment gesperrt. Tut mir leid. Aha, den Turm von Ishal. Okay. Interessant. Was ist hier? Zack, gar nichts. Aber es ist irgendwie schon... Naja, Leitern können wir nicht hochgehen, ne? Nee. Aber es ist schon interessant, dass hier nochmal so neben... Ja, so neben... Aufbau ist. Kann ich hier, von hier aus. Aber da ist gar nichts, ne? Schade, schade. Ja, immer irgendwie. Damit müsst ihr leben. Also ich, das kennt ihr, wenn ihr schon Dead Space oder Skyrim geguckt habt, müsstet ihr das von mir kennen. Ich muss gucken. Ich muss einfach gucken und, aha, gut, wir können nicht über die, Abgründe unserer Seele. Also es ist ein imposantes Gebäude oder eine imposante Ruine. Muss ich schon sagen. Aber ich muss mich noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. So, das war's jetzt wirklich. Hallo, ihr müsst der Rekrut der Grauen Wächter sein, den Duncan hierher gebracht hat. Jo. Ich wette, dieser Ort hat schon seit Jahrhunderten nicht mehr so eine Betriebsamkeit erlebt. Habt ihr ein bestimmtes Ziel? Ich komme klar, vielen Dank. Wo finde ich Duncans Zelt? Ich suche einen grauen Wächter namens Alistair. Erzählt mir etwas über Ostagar. Soweit ich weiß, war es vor langer Zeit eine Festung. Damals, als die Wilden in die Ebenen eingefallen sind. Ihr wart am östlichen Ende der Ruine. Der Turm von Ishal steht dort, aber Taryn Logan hat ihn bis zur Schlacht schließen lassen. Auf dieser Seite ist das Lager des Königs. Wir haben die grauen Wächter, den Zirkel der Magi, die Kirche... Jede Menge wichtiger Persönlichkeiten. Warum hat er den Turm denn schließen lassen? Kann ich hier irgendwo Ausrüstung bekommen? Oh, das ist eine gute Idee. Wir könnten noch ein paar Sachen, glaube ich, verkaufen. Wo ist der König? Das interessiert mich nicht. Der Zirkel der Magi ist hier. Ist das Hundegebell?
ich möchte euch etwas anderes fragen. Hä? Der Zirkel der Magi ist hier? Einige Magier ja. Sie haben sogar diese unheimlichen, ruhigen Typen mitgebracht. Diese Besänftigten. Wenn sie sprechen, läuft es mir immer kalt den Rücken runter. So kühl und ausgeglichen. Sie sind nördlich von hier, auf einem Fleck mit einer Horde Templer, die sie wütend anstarren. Ihr könnt sie nicht übersehen. Das ist ja gut. Haben sie die zusammengebracht? Die Besänftigten, die Templer und die Magier? Also, ich muss jetzt leider wieder eine Parallele ziehen. Wenn die damals schon so besänftigt wurden, wie die Magier im Zirkel in Dragon Age 2, dann ist es auch kein Wunder, dass sie so komisch gucken und so komisch sprechen und es ihm eiskalt über den Rücken läuft. Ja, ich mache mich auf den Weg. Ist das Hundegebell? Das hier ist Ferelden, nicht wahr? Die Hundezwinger des Königs sind im westlichen Teil des Lagers. Die vielen Hunde verbreiten einen ziemlichen Gestank. Das sind allerdings keine süßen Welpen. Och. Einige dieser Hunde haben die dunkle Brut gebissen und so viel von ihrem Blut abbekommen. Es wirkt wie Gift. Ein langsamer, qualvoller Tod. Grauenhaft. Oh, wie fies. Wo ist der König? Ja, ich hab im Nachhinein noch so gedacht, ich hätte noch mal ein paar andere Sachen die Leute zwischendurch fragen sollen. Also vielleicht sollte ich erstmal wissen, wo ist die Ausrüstung? Beim Quartiermeister. Ihr findet ihn ein Stück weiter im Nordwesten. Gut. Wo ist der König? Vermutlich in seinem Zelt. Er und Taryn Logan halten sich im südwestlichen Teil des Lagers auf. Der König verbringt allerdings viel Zeit mit seinen Soldaten, manchmal sogar ohne seine persönlichen Wachen. Das macht Taryn Logan wahnsinnig. Okay, das ehrt den König ja eigentlich, dass er mit seinen normalen Soldaten zusammen sich unterhält oder sich anguckt, wie sie leben. Das ist ja schon wieder etwas Sympathisches. Ich möchte euch etwas anderes fragen. Dann lasst mal hören. Wo finde ich Duncans Zelt? Nicht weit von hier, einfach geradeaus, direkt hinter dem königlichen Feldlager. Okay. Die meisten eurer Kameraden sind bei den Truppen im Tal, aber die Rekruten sollen vorerst hier oben bleiben. Ich suche einen grauen Wächter namens Alistair. Manchmal sagen die auch oder geben die einem ja auch noch interessante Informationen, wenn man solche Sachen fragt. Versucht es weiter nördlich. Ich glaube, er sollte den Magiern eine Nachricht überbringen. Gut, ich mache mich auf den Weg. Dann wünsche ich euch viel Glück. Oh, jetzt haben wir noch mehr Kodex. Oh je. Lesen. Ja, ich werde nicht an jede Folge so einen Kodex, so eine Kodex-Lesung anfügen und ihr könnt sie dann auch wenigstens skippen. Wir sollen aber erst zu Alistair gehen, wenn wir... Oh, sieht aber interessant aus. Wenn wir soweit sind, hat Duncan gesagt, ne? Also vielleicht gucken wir jetzt einfach hier nochmal ein bisschen. Ich würde mir auch ganz gerne die Hunde angucken. Königliche Wache. Grüße. König Kaelin ist derzeit nicht in seinem Zelt. Kann ich ihn überreden? Habe ich so eine Fähigkeit? Erzählt mir vom König, ihr müsst ihn oft sehen. Ja, mich würde da ein bisschen was drüber interessieren, aber er scheint ja schon doch nicht ganz so dumm zu sein, wie ihn viele einschätzen würden, obwohl ich ihn immer noch naiv finde. Das tue ich wohl, aber es wäre unangemessen, die Angelegenheiten des Königs mit euch zu besprechen. Wisst ihr, wo der König ist? Ich glaube, er trinkt mit den grauen Wächtern im Lager. Ihr müsst wissen, dass er große Achtung vor ihnen hat. Genau wie sein Vater vor ihm. Aha, also achtet er die grauen Wächter doch sehr. Ich sollte gehen. Wie ihr wünscht. Der ist aber unhöflich. Das ist Logans Wache. Vielleicht erzählt der mehr ein bisschen was über ihn. Das wäre ja doch ganz interessant. Was ist da oben? Feldwebel, Soldat. Was ist hier los? Das sieht aus wie eine Bestattung. Seht es euch genau an, nee. Männer. Dieses verfluchte Ding ist dunkle Brut. Ach, sie sind stark und listig. Aber glaubt den Geschichten der alten Weiber nicht. Man kann sie töten. Wenn ihr sie oft genug mit euren Schwertern aufspießt, sterben sie. Ihr Blut ist schwarz wie die Sünde und giftig. Denkt nicht einmal daran, sie zu berühren. Ihr Blut würde euch verderben. Dann könnt ihr euch auch gleich selbst das Leben nehmen. Wir haben schon mehrere Hunde verloren. Wir mussten ihnen Maulkörbe verpassen, damit sie uns nicht beißen.
Es ist ein langer, qualvoller Tod. Oh, kann ich ihn ansprechen? Rührt den Kadaver nicht an. Wir werden ihn verbrennen, damit er nichts infizieren kann. Ich habe von einem riesigen Bären bei der dunklen Brut gehört. Mit Zähnen so groß wie dein Arm. Okay, das wäre ein großer Bär. Sie nennen es eine Verderbnis. Ich denke, wir sollten diese dunkle Brut einfach im Wald lassen. Ja, dann kommt sie uns holen, oder was? Grüße. Grüße. Wie geht es euch? Ja, gut. Grüße. Grüße. Der Terran wird kurzen Prozess mit dieser dunklen Brut machen. Ihr werdet schon sehen. Möge der Erbauer euch beschützen, Terran. Ach so. Und was sagt sie hier? König Kaelin hätte diese miesen Orlesianer nicht um Hilfe bitten sollen. Ja, das ist hilfreich. Ganz ehrlich. Schon Leute, die einem zu Hilfe kommen sollen, schon von vornherein. Soll die Schlacht werden, in der wir diese dunkle Brut zurück unter die Erde jagen? Glaubst du das? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Wir haben jede einzelne Schlacht gewonnen. Und doch werden sie jedes Mal mehr. Da fragt man sich, ob diese grauen Wächter nicht vielleicht doch recht haben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wenn du mich fragst, klingt das nach dem perfekten Zeitpunkt, um sich richtig zu besaufen. Ups. Dann kannst du aber nicht mehr vernünftig kämpfen, Mädchen. Was bringt die Nachtwächter? Mein Vater hat gesagt, Terran Logan sei ein Held. Der König hat Glück, dass er hier ist. Da muss ich nur wieder an Vater denken. Und an Mutter. Wie tapfer sie ihn dann noch verteidigt hat. Ach, herrje. Priester. Mhm. Ich weiß auch nicht. Nietenbesetzter Helm. Wir haben endlich einen Helm. Jawohl. Das wurde aber auch Zeit. Inventar. Rüstung. Lederhandschuhe. Ach, wir haben sogar noch mehr Sachen gekriegt. Das ist das Gleiche. Das ist auch identisch. Okay. Das ist Nieten. Das ist auch das Gleiche. Der Schild. Bla. Aber wir haben noch keinen Helm. Hallo? Danke. Sieht ein bisschen komisch aus, aber was soll's. Ist aber so. Okay. Gut. Wie ihr wünscht. Hallo? Was ist das eigentlich für eine Währung? Wie Gold sieht es da nicht wirklich aus, ne? Mein Glaube gibt mir Kraft und sollten sich mir auch 10.000 Männer entgegenstellen, so fürchte ich sie nicht. Tja. Ich denke, dann wird dein Glauben eher geprüft, als du glaubst. Gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit. Okay. Mehr will sie uns nicht sagen. Mann, was für mächtige Ruinen. Das ist Wahnsinn, wie das wohl ausgesehen hat, als es noch ganz im Stück gewesen ist. Huch. Also wenn ich hier noch manchmal ein bisschen so dann tut's mir leid, aber ich muss mich da echt dran gewöhnen mit dem Steuern. Dann waren hier noch die Bogenschützen. Letzte Nacht zurückgekehrt. Oder weniger. Nur zwei des Trupps haben es geschafft. Und einer davon hatte nur noch ein Bein. Oh. Sie haben gesagt, dass sie auf ein Wesen der dunklen Brut getroffen sind, das über 3 Meter groß war, mit Hörnern länger als dein Arm. Der Verletzte ist letzte Nacht gestorben. Es heißt, sein Blut sei schon schwarz geworden. Beim Atem des Erbauers. Wo kommen die alle her? Tja, wo kommen die alle her? Ich schätze, wir werden es noch rauskriegen. Die können wir alle nicht ansprechen. Ich will ihm jetzt auch nicht davor laufen. Oh Mann, ich will die Truhe öffnen. Wir erhalten Berichte über Wesen, von denen wir bisher noch nicht einmal gehört haben. Gott. Unser kleiner Freund hier beispielsweise ist etwas, das man einen kennt. Oh, was? Aber wir haben auch schon andere, viel größere gesehen. Wir wissen nicht, woher diese dunkle Brut kommt oder wozu sie in der Lage ist. Ich kann nur sagen, dass wir vorsichtig sein müssen. Aber bisher ist noch jedes dieser Wesen gestorben, wenn es nur genug geblutet hat. Okay. Ihr nähert euch dem Zelt von Terran Logan. Was ist euer Anliegen?
Erzählt mir von ihm, würde ich sagen. Wie kann es sein, dass ihr nichts von Logan wisst? Er hat mitgeholfen, Ferelden zu befreien. Er war der Kopf hinter König Mareks Truppen und hat diese verdammten Orlesianer aus unserem Land gejagt. König Marek belohnte ihn, indem er ihn zum Terran machte. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Bürgerlicher, der direkt in den Hochadel aufsteigt? Ihr könnt darauf wetten, dass der König die Dunkle Brut ohne Logan niemals besiegen würde. Der ist aber sehr überzeugt. Ist der Tyrion in seinem Zelt? Was macht er? Ja, er ist in seinem Zelt, aber ich bezweifle, dass ich in der Position bin, über seine Angelegenheiten zu reden. Kann ich das? Verbessert das meine Fähigkeit? Ich kann es wahrscheinlich nicht, ne? Ein wenig könnt ihr mir doch bestimmt von ihm erzählen. Ich denke schon. Solange wir leise reden. Er und der König streiten schon seit Tagen. Der Terran kannte den König schon als Baby, deshalb verzichten sie auf Förmlichkeiten. Der Terran sagt, was er denkt, und der König brüllt direkt zurück. Ich persönlich denke, der König sollte tun, was Terran Logan sagt. Ohne den Terran würde es hier nicht so gut für uns aussehen. Aha, okay. Wie wär's mit einer Audienz? Ja, warum nicht, ne? Wir können ihm dann gleich vom Tode unseres Vaters berichten. Macht euch nicht lächerlich. Er kann nicht jedem, der hier vorbeikommt, eine Audienz gewähren. Oh, wow. Ich bin nicht irgendwer. Mein Vater ist... war Tyrion Cousland. Oh, das wusste ich nicht. Wartet hier, ich hole ihn. Oh, wie aufregend. Jetzt holt er ihn tatsächlich. Ja, was gibt es? Ah, ihr seid Dunkels neuer grauer Wächter, nehme ich an. Woher wisst ihr das? Ich bin noch kein grauer Wächter. Dennoch habt ihr seine Majestät beeindruckt. Er konnte seine Aufregung über euer Treffen nicht verbergen. Kaelins Faszination für die grauen Wächter geht weit über das Übliche hinaus. Wusstet ihr, dass sein Vater euren Orden zurück nach Ferelden geholt hat? Ja, ich glaube, das haben wir schon mal irgendwo im Kodex gelesen. Ihr scheint diese Faszination nicht zu teilen. Die Wächter sind beeindruckend, aber bei weitem nicht so bedeutend, wie Kaelin denkt. Ihr kommt mir bekannt vor. Habe ich euch auf dem Landding gesehen? Landding? Okay. Mein Vater war Tyrion von Hyava. Der König hat mir von seinem Versprechen berichtet. Ich bin mir sicher, dass er alles dafür tun wird, es zu erfüllen. Ich nehme nicht an, dass ihr mit dem Rest eurer Kameraden in die Schlacht reitet, oder? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe doch. Ich will kämpfen. Ihr seid auf Ruhm aus, was? Warum auch nicht? Ruhm, ich will Rache. Jetzt muss ich meine Arbeit fortsetzen. Falls ihr an Gebete glaubt, solltet ihr darum beten, dass unser König offen für Weisheit ist. Oh, okay. Ein kleiner Seitenhieb, oder was? Und wenn er das nicht ist, auf mich wirkt er wie ein Narren. Das würde ich nicht sagen. Nein. Um ihm nicht besonders... Und wenn er das nicht ist... Dann betet trotzdem. Ich hab's nicht so mit dem Beten. Ich mag vielen helfen, aber... Da ist Schnuffi! Schnuffi, warum bellst du denn hier so rum und warum bellst du das Feuer an, sag mal? Glückliches Bellen. Schnuffi ist glücklich, das ist schön. Gut, Duncan brauchen wir jetzt erstmal nicht anzusprechen, bin ich der Meinung. Hier ist, glaube ich, auch sonst so nichts weiter. Was haben wir denn noch hier? Das ist ein Ritter. Willkommen im Lager des Königs, Herrin. Ja, willkommen. Ist hier noch irgendetwas? Nö. Nein. Gar nichts. Doch, da. Was ist das? Elfenwurzel? Elfenwurzel. Hier wird wenigstens nicht so ein Trara drum gemacht, wenn man eine Zutat findet. Korkari-Wildnis. Oh. Soldat. Könnten wir raus? Ihr gehört zu Duncans neuen Rekruten, richtig? Ich darf euch nicht in die Korkari-Wildnis lassen, bis er mir den Befehl dazu erteilt. Ich bin mir sicher, dass ich klarkomme. Es tut mir leid. Ich habe meine Befehle. Was machst du denn dann? Da stand... Hallo?
Okay, es war auch nur ein Soldat. Also können wir hier nicht raus. Wie ihr wünscht. Grüße. Verzeiht. Wie gesagt, ich kann euch nicht durchlassen. Warum nicht? Die Korkari-Wildnis ist ein gefährlicher Ort. Umso mehr, da es dort jetzt vor dunkler Brut nur so wimmelt. Es heißt, die große Verderbnis hätte tief in ihren Wäldern ihren Anfang genommen. Mhm. Einer unserer Speertrupps ist seit 3 Tagen überfällig. Es laufen Wetten, wer sie zuerst erwischt. Die dunkle Brut oder die Hexen der Wildnis. Oh, die Hexen der Wildnis? Es gibt noch mehr Gegner. Die Hexen der Wildnis. Es gibt noch mehr außer der dunklen Brut, wovon man sich in Acht nehmen sollte? Ja, genau. In dieser Gegend gibt es eine Legende über Flemeth, die abtrünnige Zauberin, die dieses Gebiet vor Jahrhunderten erobert hat. Sie vereinte die Chasend-Barbaren und marschierte ins Ackerland ein. Dann vernichtete der große Held Cormac ihre Armee mit seiner eigenen. Es heißt, er habe ihre Töchter überlebten und wurden zu den Hexen der Wildnis. Der Legende nach suchen sie seitdem diese Gegend heim. Es ist vor allem abergläubischer Kram von geraubten Babys und saurer Milch. Glaubt ihr, dass diese Hexen existieren? Warum erwähnt ihr sie dann, wenn sie nur abergläubischer Unsinn sind? Wenn ihr erstmal lange genug hier seid, hört ihr ständig von diesen Hexen. Die Einheimischen geben ihnen für fast alles die Schuld. Auf jeden Fall möchte Duncan deshalb nicht, dass ihr da draußen herumwandert, solange er es nicht angeordnet hat. Okay, na gut. Ich denke mir mal, da kommen wir noch früh genug hin. Ich würde ganz gern die Hunde sehen, aber ich sehe schon, wir sind schon wieder ziemlich, Aschekrieger. Aha, okay. Cool, haben sie die angemalt, die Hunde, oder? Wahrscheinlich ist das die echte Fellfärbung. Ja. Nee, dann muss ich jetzt einfach mal... Hui! Die sieht ja fast so aus wie ich. Dann sage ich jetzt erstmal für diese Folge vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch Lissy.